Und meine Damen und Herren, jetzt ist einer der Hauptcharaktere bei uns zu Gast. Ich weiß nicht, ob sie 2500 Mal dabei war, aber mit Sicherheit sehr, sehr häufig. Herzlich willkommen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Hier ist Rea Harder. Mal. Wie oft hast du gespielt insgesamt? Physik nicht? Nö. Also muss schon ein Stück. So viel ungefähr, war? Das wird doch wissen, war? Das kannst du nicht, vergiss es. Nee, das kann ich nicht. Dann kannst du den Berlinern. Ich kann das. Naja, hör mal. Ich kann das. Naja. Ich wette. Um wie viel? Um was? Was? Ich wette um eine. Currywurst. Ja. Bei Konopke. Ja, ich wette um einen Koffer in Berlin. Um einen Koffer in Berlin? Ja. Wo willst du den abstellen? Bei mir in der Wohnung? Na klar, war? Kleine. Nee, hast du keine Ahnung, wie viel Sendungen du mitgespielt hast? Nicht wirklich, nee. Also es war seit November 96 oder so. November 96, das heißt, es läuft fünfmal die Woche. Das sind, also ich war ja nicht in jeder Folge drin. Ach so, du warst in, nee. Da erzählt man das nicht so genau. Ja, nee. Ja. Dann hast du aber mitgespielt, wie viele Jahre? Und zwar von 96 bis 2001. Und dann bist du kurz ausgestiegen? Genau. Warum? Weil ich mir dachte, dass ich mal aufhören sollte. Und dann hast du aber wieder angefangen. Dann habe ich kurz wieder angefangen. Lass mich raten, weil du dir gedacht hast, dass du wieder anfangen solltest. Richtig. Ja, und stimmt das, dass du direkt nachdem du aufgehört hast, hast du ein bisschen Urlaub gemacht in der Zeit oder was? Nee, nicht wirklich. Ich bin gleich direkt zum Arbeitsamt gegangen. Was heißt das? Du hast dich arbeitslos gemeldet? Ja, natürlich. Ich habe 6 Jahre gearbeitet, da meldet man sich arbeitslos. Ach, da hast du dich richtig arbeitslos gemeldet dann? Direkt nach Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Genau. Und hast du dann noch viele andere Schauspieler getroffen? Na, es geht ja nach Familiennamen und da es vielleicht nicht so viele mit H gibt, die in Berlin wohnen, habe ich nicht wirklich jemanden getroffen. Aha. Jetzt den Namen, das muss ich mal vorlesen. Viele wissen ja, dass du Flo Spiro genannt wirst in der Sendung, ne? Spira, Entschuldigung. Flo Spira. Der richtige Name der Charaktere, die du spielst, ist Prinzessin Florentine Spirandella de Montalban. Spirandelli, Entschuldigung, hier steht Spirandella. So, Spirandelli de Montalban. Das macht die Geschichte ja sehr glaubwürdig. Ja, der Hochadel hat nun mal ausgefallene Namen. Kann da nicht immer Stefan Raab heißen. Hast du da auch adliges Eltern? Ich bin ja nicht so ein großer Insider, ja, weil ich muss ja um diese Zeit immer arbeiten. Ja? Ach nee, ich muss ja erst um 21:15. Tja. Ja, ich habe aber keine Zeit da. Muss ich mich ja auf die Sendung vorbereiten. Nicht wahr? Genau. Hast du auch deine Familie ist auch adelig in der Sendung oder kommt die gar nicht vor? Die war zwischenzeitlich mal da, aber nur so pro forma, dass man auch sieht, dass sie wirklich Eltern hat. Wie ist der Kontakt zwischen den Schauspielern bei Gute Zeiten und Schlechte Zeiten? Wie viele sind das insgesamt, die dort sind? Sind rund 20 Hauptleute. Hauptleute? Und der Kontakt ist gut, man hat so seine Prioritäten und wenn man aufgehört hat, merkt man, wer einem wirklich am Herzen liegt. Ja. Janet Biedermann, engerer Freundeskreis? Hat wenig Zeit. Hat wenig Zeit? Warum hat die denn so wenig Zeit? Ja, weil sie irgendwie immer irgendwo immer rumhopst. Am Arbeitsamt rumhängt. Das brauchst du noch nicht zu machen. Ja, ja. Hast du schon mal was gesungen eigentlich? Nee. Weil viele aus guten Zeiten und schlechten Zeiten fangen ja an zu singen. Nee, ich habe mich dagegen geweigert. Kannst du es denn? Nee, um Gottes Willen. Wenn ich wieso? Anfange. Was ich glaube, da würden die ganzen Leute hier rausrennen, wenn ich anfangen würde zu singen. Ja, ist doch egal, dann fangen wir doch mal an. Was hörst denn du so privat für Musik? Nichts mit Musik, also nichts mit Gesang. Wie, nichts mit Gesang? Wie, du hörst nur Instrumentalmusik? Genau, deswegen kann ich auch nicht singen, weißt du, weil ich kenne keine Texte. Ja, 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 ja. Aber du kannst doch so klassische Lieder wie Old MacDonald Has a Farm. Nee, ich kann kein Englisch. Du kannst kein Englisch? Doch, aber... Aber ich singe immer Old MacDonald Has a Farm, du musst ja nur Hiya, Hiya, Ho machen. Das war so okay, das kann ich vom Pferde reiten. Ja, komm, einmal, ja? Old MacDonald has a farm. Hiya, hiya, ho. Sehr gut. Ja, da merkt man schon. Da merkt man schon, dass es ist. Du hast recht. Ja. Eben, sag ich ja. Glaub mir. Ja.
Nein, das ist auch, ich finde das ja auch gut, wenn Soap-Darsteller sozusagen auch reflektieren, dass sie selber nicht so gut singen. Weil viele tun das ja gar nicht. Die sagen, ist mir egal. Singen trotzdem. Genau. Ja. Wie ist es mit Fußball? Bist du Fußball interessiert? Guckst du in dieser Zeit? Bin ich auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich viel gesehen, weil ich im Moment keinen Fernseher habe. Was heißt das denn? Ja, Defended? Beim Arbeitsamt gelassen. Beim Arbeitsamt gelassen. Nee, es klappt momentan nicht so mit den Programmen bei mir zu Hause. Außer ProSieben habe ich nicht wirklich was. Und ist das da immer noch so, dass die Leute, die Darsteller aus guten Zeiten, schlechten Zeiten auf der Straße, eigentlich eher mit dem Namen aus der Serie kennen? Das heißt, wirst du häufiger als Rea angesprochen? Ja? Ja, oder? Schon eher als Rea, ja. Bei Flo reagiere ich auch nicht. Ach so, aber mit Absicht nicht? Nee. Du sagst, hey Flo! Ja, nee. Dann sagst du, bin ich nicht. Ja. Bist du auch ein bisschen zickig dann? Natürlich, ich bin eine absolute Zicke. Und was hast du, hat man da viel Freizeit noch neben dem Drehen, wenn man in einer Seifenoper spielt? Also, oder ist das ein Fulltime-Job? Naja, es ist schon auf eine Art und Weise ein Fulltime-Job. Aber wenn man sich seine Freizeit gut einteilen kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Also du hast noch Zeit für Hobbys, für Jungs? Ja, sowieso. Natürlich. Und was gibt's für eine Feier? Gibt's eine große Feier bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten im Team? Also zu 2500 auf jeden Fall eine richtig große, fette Feier für uns. Und am Montag halt diese Kinovorführung. Auch so eine Extratüte mit ein bisschen Gage extra und sowas? Für lang gediente Schauspieler? Naja, es gibt vielleicht eine Schulabgängertüte für mich oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber du bleibst jetzt noch ein bisschen länger dabei, oder? Nee, ich bin schon wieder fertig. Also, du bist schon wieder fertig? Ja. Das heißt, du bist morgen schon wieder beim Arbeitsamt? Das hat nicht gereicht beim Arbeitsamt, deswegen muss ich mal kurz arbeiten gehen. Ach so. Verstehst du? Ja, also okay, dann wünsche ich dir aber weiterhin trotzdem viel Erfolg. Ja? Ebenso. Und viel Glück auf dem weiteren Karriereweg. Meine Damen und Herren, Rea Harder. Vielen Dank.